Baby TV. Jammers! Ich bin das Saxophon. Hört ihr den schönen Ton? Seht ihr den goldenen Glanz? Hoch, tief, leis, laut, ich kann's. Ich bin der Kontrabass. Tiefe Töne machen Spaß. Vier Seiten dicker Bauch und gemütlich kling ich auch. Die Trommel, das bin ich, Racketack. Ich lass euch nie im Stich, Racketack. Ich schlage treu den Beat, Beat, Beat. Im guten Tempo, das spricht für sich. Meine Tasten, die sind schwarz und weiß. Wisst ihr schon, wie ich heiß? Klavier, genau, ich langweil mich nie. Haha, spiel Akkorde und Melodie. Die Jammer besuchen ihren Freund die Flöte, die sie eingeladen hat, sie auf der Tierweide zu besuchen. Die schlanke Flöte schön anzusehen. Ich sing für euch, wenn wir spazieren gehen. Eine Herde Schafe, ziemlich viel. Ganz verzaubert von meinem Spiel. Die Hirtenflöte möchte ihrer Schafsherde die Jammer vorstellen. Sie spielt eine kleine Melodie und ruft damit die Schafe zu sich. Die Schafe erzählen der Flöte, dass das Lamm Lieschen verschwunden ist. Die Jammer wollen den Schafen helfen, das Lamm Lieschen wiederzufinden. Die Trommel und der Kontrabass machen sich auf die Suche. Da ist eine Kuhherde. Vielleicht wissen Sie, wo das Lamm Lieschen ist. Das Klavier und das Saxophon machen sich ebenfalls auf die Suche. Vielleicht wissen die Elefanten, wo das Lamm Lieschen ist. Die Jammer suchen und suchen, aber sie können das Lamm Lieschen nirgends finden. Die Hirtenflöte fragt die Vögel, ob sie vielleicht Lieschen gesehen haben. Aber auch sie wissen nicht, wo Lieschen ist. Oh, Moment! Der kleine Vogel bittet die Hirtenflöte, die ganze Herde hinter ihm herzuführen. Alle Freunde folgen dem kleinen Vogel und der Musik der Hirtenflöte. Ja, der kleine Vogel hat die ganze Gruppe zu dem kleinen Lamm Lieschen geführt. Die Jammer und die Hirtenflöte spielen ein frohes Lied für Lieschen. Und
und Lieschen kehrt zu ihren glücklichen Eltern zurück. Gut gemacht, kleiner Vogel. Alle Musikanten bedanken sich mit ihrer Musik bei dem Vogel. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal und bleibt jammen! Jammers! Ich bin das Saxophon, hört ihr den schönen Ton, seht ihr den goldenen Glanz? Hoch, tief, leis, laut, ich kann's. Ich bin der Kontrabass, tiefe Töne machen Spaß. Vier Seiten dicker Bauch und gemütlich kling ich auch. Die Trommel, das bin ich, Racketack. Ich lass euch nie im Stich, Racketack. Ich schlage treu den Beat, Beat, Beat. Im guten Tempo, das spricht für sich. Meine Tasten, die sind schwarz und weiß. Wisst ihr schon, wie ich heiß? Klavier, genau, ich langweil mich nie, haha. Spielakkorde und Melodie. Heute wollen die Jammer im Wald picknicken. Es ist ein idealer Tag, um im Freien unter den Bäumen zu sitzen. Aber was ist das für ein Geräusch? Es ist der Klang einer Gitarre. Gitarre nennt man mich, Musik mache ich. Ganze 6 Saiten, das ist Nummer 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6. Oh, was ist passiert? Die 6. Saite macht sich auf und davon. Wie soll die Gitarre jetzt weiterspielen? Die Jammer wollen die Saite zurückrufen. Das Klavier ist als erstes an der Reihe. Aber die Saite antwortet nicht. Dann versucht es der Kontrabass. Und die Trommel will es auch probieren. Und schließlich versucht es auch das Saxophon. Doch es kommt keine Antwort. Die Gitarre schlägt vor, dass sie alle zusammen musizieren, damit sie auch von Weitem noch zu hören sind. Aber noch immer keine Antwort von der Saite. Wo versteckt sie sich nur? Die Jammer machen sich auf die Suche nach der 6. Saite. Auch die Tiere des Waldes beteiligen sich an der Suche nach der Saite. Trommel hat eine Idee. Sie bringt der Gitarre den Ast eines Baumes. Vielleicht kann der Ast die fehlende Saite ersetzen. Oh nein, das klingt nicht wie die fehlende Saite. Die Gitarre versucht noch einmal mit ihren 5 Saiten zu spielen. Vielleicht wird die 6. Saite sie hören und antworten. Hi, die Saite antwortet. Hört doch, dort spielt sie.
Jammer folgen dem Klang der Saite und sie hören die Saite immer deutlicher und immer lauter. Ah, da ist sie. Die Saite hängt vor dem Eingang der Höhle und der Wind zupft an ihr und macht Musik. Hört doch nur. So, die Saite ist wieder zur Gitarre zurückgekehrt. Die Musik der Gitarre klingt viel schöner, wenn alle Saiten zusammenspielen. Und jetzt ist es Zeit für das Picknick. Auf Wiedersehen und bleibt jammen! Jammers! Ich bin das Saxophon. Hört ihr den schönen Ton? Seht ihr den goldenen Glanz? Hoch, tief, leis, laut, ich kann's. Ich bin der Kontrabass. Tiefe Töne machen Spaß. Vier Saiten, dicker Bauch. Und gemütlich kling ich auch. Die Trommel, das bin ich, Racketack. Ich lass euch nie im Stich, Racketack. Ich schlage treu den Beat, Beat, Beat. Im guten Tempo, das spricht für sich. Meine Tasten, die sind schwarz und weiß. Wisst ihr schon, wie ich heiß? Klavier, genau, ich langweil mich nie, haha. Spielakkorde und Melodie. Die Jammer gehen im Wald spazieren. Plötzlich sehen sie zwischen den Bäumen, wie ein rundes Instrument auf sie zukommt. Dieses Instrument heißt Waldhorn. Ich bin ein Waldhorn, aus meinem Trichter kommt Musik. Ich bin rund geschwungen, findet ihr das gar nicht schick? Ich bin aus Blech und Glänze, ihr könnt es alle sehen. Mein warmer Klang ist schön. Die Jammer stellen sich vor und lachen dem Waldhorn zu. Das Waldhorn spielt besonders laut, damit all seine Freunde im Wald es hören und den Jammern zuhören kommen. Jammer wollen sich auch den Tieren vorstellen. Hey, Moment, fehlt da nicht jemand? Wo ist das Saxophon geblieben? Die Jammer rufen das Saxophon. Ihre Musik ist im ganzen Wald zu hören, aber sie bekommen keine Antwort. Vielleicht kann das Waldhorn helfen. Dann plötzlich ist von weit weg das Saxophon zu hören. Alle laufen los, um das Saxophon zu finden. Das Saxophon konnte nicht warten. Der unwiderstehliche Geruch der Kirschen hatte es förmlich zum Kirschbaum hingesogen. Die Tiere im Wald feiern heute den Sommeranfang. Für dieses Fest wollen sie leckere Marmelade kochen. Das Waldhorn lädt die Jammer ein, zusammen mit seinen Freunden Kirschen zu pflücken. Es geht gleich los. Die Tiere geben sich wirklich Mühe, aber es ist gar nicht so einfach, die Kirschen aus den Bäumen zu pflücken.
Die Jammer wollen helfen. Seht euch das an. Die Jammer fangen an, Musik zu machen. Die Zweige und Blätter bewegen sich zur Musik und die Kirschen fallen auf den Boden. Jetzt muss nur noch die Marmelade gekocht werden. Wenn man Marmelade machen will, muss man die Früchte kochen. Das riecht gut. Das war's. Die Marmelade ist fertig. Jetzt muss die Marmelade nur noch abkühlen und dann kann man von ihr essen. Die Sonne ist untergegangen und alle sitzen am Lagerfeuer, um die frische Marmelade zu probieren. Das war ein schöner Tag mit einer süßen Belohnung. Auf Wiedersehen und bleibt jammen! Jammers! Ich bin das Saxophon. Hört ihr den schönen Ton? Seht ihr den goldenen Glanz? Hoch, tief, leis, laut, ich kann's. Ich bin der Kontrabass. Tiefe Töne machen Spaß. Vier Seiten dicker Bauch und gemütlich kling ich auch. Die Trommel, das bin ich, Racketack. Ich lass euch nie im Stich, Racketack. Ich schlage treu den Beat, Beat, Beat. Im guten Tempo, das spricht für sich. Meine Tasten, die sind schwarz und weiß. Wisst ihr schon, wie ich heiß? Klavier, genau, ich langweil mich nie, haha. Spielakkorde und Melodie. Die Jammer kommen zu einem Freizeitpark. Eine ganz besondere Spieldose begrüßt sie bei ihrer Ankunft. Die Spieldose hat eine Kurbel und wenn daran gedreht wird, spielt sie wunderbare Musik. Schaut nur her und seht mich einmal an, dann erfahrt ihr, wer ich bin. Ich bin eine Spieldose mit einer Kurbel dran. Dreh nur, das ist gar nicht schwer. Man schätzt nur mich und meine Klänge sehr. Die Jammer begrüßen die Spieldose mit einer kleinen eigenen Melodie. Die Spieldose erzählt ihren Freunden, den Jammern, was mit dem Zug im Freizeitpark geschehen ist. Bei allen Attraktionen im Park wird schöne Musik gespielt, nur bei dem Zug nicht. Deshalb sind der Lokomotive alle Waggons davongelaufen. Die Jammer wollen der Lokomotive helfen, ihre Waggons wiederzufinden. Sie schauen sich überall um. Aber sie können keinen Waggon entdecken. Seht dort das Riesenrad! Die Jammer laufen zum Riesenrad, um mit nach oben zu fahren, damit sie den ganzen Freizeitpark überblicken können. Von dort werden sie die Waggons sicher sehen können. Schaut nur, die Spieldose sieht von hier oben so klein aus. Das Saxophon hat einen der Waggons bei den spielenden Affen gesehen. Und die Trommel sieht einen Waggon, der gerade mit Bällen spielt. Und das Klavier sieht einen anderen Waggon, hinter dem Karussell. Der Kontrabass sucht den letzten Waggon. Wo hat der sich versteckt? Da ist er! Er hat bei dem Eisverkäufer geparkt. Thank you.
Die Spieldose versteht nicht, warum es die Gemma so eilig haben. Ha, da sind sie wieder. Sie sind mit den verlorenen Eisenbahnwaggons zurückgekommen. Die Spieldose bedankt sich bei den Gemmern. Und jetzt ist es Zeit für eine besondere Überraschung. Oh, das ist eine schöne Überraschung. Der Ballonverkäufer kommt und schenkt jedem einen bunten Luftballon. Die Lokomotive macht wieder fröhliche Musik. Sie ist jetzt nicht mehr traurig. Die Gemma bedanken sich bei der Spieldose und geben ihr zum Dank die bunten Ballons. Es ist spät und die Sonne geht gleich unter. Die Gemma sind nach so einem langen und aufregenden Tag müde. Sie verabschieden sich von der Spieldose. Auf Wiedersehen und bleibt jammen! Jammers! Ich bin das Saxophon. Hört ihr den schönen Ton? Seht ihr den goldenen Glanz? Hoch, tief, leis, laut, ich kann's. Ich bin der Kontrabass, tiefe Töne machen Spaß. Vier Saiten dicker Bauch und gemütlich kling ich auch. Die Trommel, das bin ich, Racketack. Ich lass euch nie im Stich, Racketack. Ich schlage treu den Beat, Beat, Beat. Im guten Tempo, das spricht für sich. Meine Tasten, die sind schwarz und weiß. Wisst ihr schon, wie ich heiß? Klavier, genau, ich langweil mich nie, haha. Spielakkorde und Melodie. Gemmer kommen zu einem alten Schloss. Es ist still hier und auch schon ein bisschen dunkel. Die Gemmer gehen ins Schloss. Dort finden sie die Posaune, die auf einem Stuhl sitzt. Sie sieht ein wenig schläfrig aus. Die Posaune gehört zur gleichen Familie wie die Trompete. Sie ist nur ein bisschen größer und hat einen Schieber, mit dem sie sich größer macht, wenn sie tiefere Töne spielen will. Oh, die Posaune hat ihre Stimme verloren. Vielleicht ist sie krank. Die Gemmer versuchen, ihr zu helfen und mit ihr zu spielen. Man nennt mich die Posaune, bin froh und guter Laune. Meine Stimme ist nun wieder, da kann wieder spielen, ha hurra. So setzt euch hin und hört meinen Lauf von einem ganz, ganz tiefen Ton zum höchsten Ton hinauf. Die Posaune erzählt den Gemmern, dass sie niemand im Schloss mehr wecken konnte, seit sie ihre Stimme verloren hatte. Das dauerte eine lange Zeit. Deshalb schlafen alle. Und die Posaune ist einsam und traurig, weil sie niemanden zum Spielen hat. Die Gemmer bitten die Posaune, all ihre Freunde im Schloss zu wecken. Thank you.
Das Schloss erwacht. Niemand schläft mehr. Die Gemma und die Posaune haben das ganze Schloss wieder mit Musik und Freude erfüllt. Die Posaune ist glücklich und dankt ihren Freunden, den Gemmern, dass sie sie besucht und geholfen haben, jeden aufzuwecken. Jetzt sind alle wach, aber dafür sehen die Gemma ein bisschen müde aus. Auf Wiedersehen, bleibt jammen!